Hallo meine Freunde, heute gibt es ein überbackenes Schnitzel mit Camembert. Nach dem Intro. So meine Freunde, heute gibt es wieder ein ganz tolles Gericht. Ich bewerte es am Ende, wie viele Punkte 0 bis 10 ich dem Gericht gebe, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Gucken wir uns nochmal an, was wir für dieses Gericht so alles brauchen. Also wir brauchen zwei dicke Putenschnitzel, a ca. 250 Gramm. Dann brauchen wir einen Esslöffel Öl. Ich nehme fürs Braten grundsätzlich Kokosöl, weil das viele gesättigte Fettsäuren hat und die sehr hitzestabil sind. Das ist natürlich von Vorteil. Dann haben wir ca. 150 Gramm Camembert, eine Birne, ein Teelöffel ungefähr Butter und 4 Teelöffel Wildpreiselbeeren. Und da habe ich solche Low-Carb-Zuckerersatz-Dinger genommen. Gab es hier zu kaufen im Markt. Würde ich euch auch empfehlen. Ihr wisst natürlich, guckt nochmal mein Süßstoff-Video. Ihr wisst, grundsätzlich bin ich gegen Süßstoffe. Ich bin dafür, dass wir langfristig diesen Süß-Janker-Zucker wegbekommen. Aber in der Kombination mit Fleisch und Käse passt dieses, ja, diese Marmelade praktisch mega gut dazu. Es passt einfach mega gut. Deswegen habe ich das jetzt hier auch so gemacht. Und genau, was machen wir? Wir heizen erstmal den Backofen vor. 200 Grad, Umluft 150 Grad. Das Schnitzel müssen wir dann waschen, trocknen, abtupfen natürlich, quer halbieren und im heißen Öl von jeder Seite circa 3 Minuten anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ich sage ja immer wieder bei jedem Kochvideo eigentlich mit dem Salz. Ich habe keine Angst vor Salz. So, deswegen, wenn ihr Salz nehmt, nehmt Himalaya-Salz. Dann tust du das Putenschnitzel raus in so eine Auflaufform. Käse in Scheiben schneiden, Birne waschen und in Scheiben schneiden. Dabei das Kerngehäuse natürlich entfernen. Butter in der Pfanne erhitzen. Da habe ich auch nicht so, mit allen Sachen. Ich wiege auch nicht genau, ob es jetzt 250 Gramm Putensteak sind oder ob es jetzt 300 oder 150, das ist mir egal. Auch mit dem Camembert, ich messe nicht genau nach, sind es jetzt 150 Gramm. Ich mache einfach so nach Gefühl. Und auch mit der Butter, ja. Macht mal so, wie ihr es ungefähr Pi mal Daumen denkt. Okay, wenn ihr mehr Camembert drauf haben wollt, macht ihr halt ein dickeres Stück. Bei weniger macht ihr es halt kleiner, aber fragt mich nicht nach den Nährwerten. Weil ihr könnt alles das, was ihr reintut, das seht ihr ja, könnt ihr ausrechnen. Also ich möchte auch immer so ein bisschen zur Eigeninitiative anregen. So. Wenn du siehst, okay, du hast 200 Gramm Putenschnitzel, dann weißt du ja, wenn du bei Google guckst, 200 Gramm Putenschnitzel hat so viel Kalorien, so viel Proteine, so viel Fette, so viel Kohlenhydrate. Das siehst du ja. Wenn du dann 100 Gramm Camembert drauf tust, dann siehst du ja Camembert, einfach bei Google eingeben, dann kannst du es ja ausrechnen. So, deswegen, ich werde nicht die Frage beantworten, wie viel genau in einem Stück an Kalorien sind, weil ich es nicht genau sagen kann, weil ich nicht weiß, wie viel du genau drauf tust. So, deswegen, alles Pi mal Daumen. So, dann müssen wir in dieser Pfanne die Birne erstmal so circa 2 Minuten dünsten und auch umdrehen. Also die wird dann so ein bisschen bräunlich. Dann nimmst du die Birnen raus und legst sie so, die Birnenscheiben genau auf das Schnitzel, auf das Putenschnitzel. Und darauf machst du dann so eine Scheibe, praktisch Camembert, legst du auch noch drauf. Das Ganze kommt dann in den Ofen und bleibt so ungefähr 5 bis 7 Minuten im Ofen. Nach der Zeit nimmst du es raus und dann ist ganz einfach, tust nur ein bisschen Preiselbeeren oben drauf und fertig. Also mega einfach, ist in 20 Minuten eigentlich fertig, spätestens das Gericht. Wirklich sehr einfach gemacht, so vom Grundsatz. Und wie viele Punkte würde ich diesem Gericht jetzt geben? Du weißt ja, ich sag's immer, wie es ehrlich ist. Ich würde diesem Gericht so ungefähr, sagen wir mal, also ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich mag einfach Chicken sehr gerne. Da ich Chicken sehr gerne mag, war es ausgeschlossen, dass ich das Gericht nicht gut finde, weil ich mag einfach den größten Bestandteil. Obwohl das jetzt Pute ist, nicht genau Hähnchen, aber ist egal, schmeckt trotzdem ungefähr gleich. Also ich mag es auf jeden Fall sehr gerne. Wie viele Punkte gebe ich dem Ganzen? Ich gebe dem Ganzen 8 Punkte. 8 Punkte. 8 Punkte, weil es einfach wirklich lecker schmeckt. Also dieser Geschmack Pute mit Camembert und mit ein bisschen Preiselbeeren drüber,
und die Birne noch dazwischen, das gibt so ein bisschen anderen Geschmack, finde ich wirklich gut. Also kann man wirklich gut machen, kann man schnell machen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist kein Scheiß dabei, ist sehr gesund, aber achtet natürlich darauf, dass auch das Putenschnitzel eine gute Qualität hat. So, ich sag's ja immer, gerade wenn wir irgendwo Fleisch haben und so, es gibt immer einen Unterschied zwischen Massentierhaltung, schlechtem Fleisch, wo Nitride drauf sind, wo Pökelsalze, wo alles so schlecht ist. Und dann gibt es aber auch gutes Fleisch, was ihr kaufen könnt. Geht zum Schlachter, geht zum Metzger irgendwo um die Ecke, wo die vielleicht regional Tiere haben, wo der Metzger noch weiß, wie das Tier heißt. Also unterstützt nicht diese Massentierhaltung. Also wenn irgendwo ein Stück Pute weniger kostet in der Grammzahl als Chappi, ein Regal weiter, dann solltet ihr kritisch sein und dann ist es, das ist wirklich nicht gut. Aber es ist nicht gut wegen dem Fleisch, sondern es ist nicht gut wegen der Verarbeitung, wegen den Nitriden, die da drauf sind. Das ist nicht gut. Also achtet immer darauf, dass ihr gutes Fleisch bekommt. Okay? Und dann ist es ein sehr, sehr gutes, gesundes Gericht. Kein Zucker dabei, kein Scheiß dabei. Bisschen Süßstoff in dieser Marmelade. Ich gucke mal, ob ich die Marmelade finde im Internet. Wenn ja, dann verlinke ich sie auf jeden Fall in der Beschreibung, dass ihr auch diese Low-Carb-Variante nehmen könnt. Und genau, ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe, ihr teilt das Video. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass ihr das nachmacht, so, damit das Video nicht ganz umsonst war. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das auf Instagram teilt. Also erwähnt mich da, dann sehe ich, dass ihr es nachgemacht habt. Freue ich mich immer mega und genau. Ich freue mich über ein Like. Und bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn. Yeah.